Ja, gerade eben haben wir hier eine Pressekonferenz gestaltet. Es geht darum, wie man schon Kinder vor der Schule zum Lesen hinführen kann. Und das Wichtige ist, Lesen ist der Schlüssel zur Bildung. Weil Bilder im Kopf entstehen, wenn man über Geschichten nachdenkt, wenn man vorgelesen bekommt. Und wir möchten gerne Eltern anstiften, zu Hause mehr vorzulesen, aber wir möchten auch Kinder mitnehmen. Und deswegen ist gerade vereinbart worden mit der Sozialbehörde, mit der Kulturbehörde, mit der Schulbehörde, mit den 5 größten Stiftungen in Hamburg und vor allem mit unserer Ehrenbürgerin und Kinderbuchautorin Kirsten Boye, dass künftig jedes Hamburger Kind, wenn es 4,5 Jahre alt wird und sich in der Schule vorstellt, eine Tasche bekommt mit einem ganz tollen Buch. Und zusätzlich gibt es natürlich dafür noch ein Bildungsprogramm für die Lehrerinnen und Lehrer, wie sie damit umgehen können. Was wir vor allem erreichen wollen, ist, dass auch außerhalb der Schule das Lesen, das Arbeiten mit Geschichten, das Betrachten von Bildern und sich überlegen, was dahinter steht, dass das zu einem selbstverständlichen Teil der Erziehung in allen Haushalten wird. Ich weiß, dass die meisten das gerne machen, aber wir wollen noch ein bisschen mehr anstiften, damit das gelingt. Denn es geht darum, dass Hamburgs Schülerinnen und Schüler in Zukunft wirklich gut lesen können und damit auch in der Bildung wesentlich erfolgreicher sind, als es vielleicht zurzeit ist.